Auf YouTube gibt es viele Filme zum Bau der eigenen Modellbahnanlage. Was aber völlig fehlt, ist die Phase, die dem Bau vorausgeht, die Planungsphase. Sie ist eigentlich die wichtigste Phase beim Bau der Modellbahnanlage. Deshalb sollen in diesem Video nach einigen theoretischen Grundlagen auch ein paar praktische Beispiele für die Anlagenplanung gezeigt werden. Schwerpunkt des Films sind Modellbahnanlagen, die sich mehr oder weniger stark an gegebenen Vorbildern orientieren. Bei Bedarf kann ich auch einen weiteren Film machen über reine Spielanlagen. Gezeigt werden verschiedene Anlagen der Baugrößen H0 und 0. Auch dieser Film ist wieder recht lang geworden, deshalb gleich zu Anfang die Hinweise: Über ein Abo des Kanals würde ich mich ebenso freuen wie über Kommentare oder ein Like. Auch zum Thema Modellbahnplanung werden noch weitere Filme folgen. Wenn euch das interessiert, dann lasst mich doch bitte wissen, was euch besonders interessiert. Nach dem Intro geht's los. Graue Theorie. Unter anderem durch die Renaissance der Spur 0 hat die Modellbahnszene wieder neuen Auftrieb erhalten. Der Wunsch nach einer eigenen Anlage kommt auf. Aber was ist zu beachten, was ist zu bedenken, bevor man mit dem Bau beginnt? In meinen Augen sind 5 Kernpunkte für die Planung einer Modellbahnanlage wichtig. Diese Punkte sind: erstens der Schwerpunkt, zweitens die Spielart, drittens die Spielrolle, viertens der Platz und fünftens die persönliche Fitness. Im Folgenden kommt die Vertiefung der einzelnen Punkte. Dabei folge ich Max Webers Technik der Idealtypenbildung. Das heißt, es werden die maximalen Extrempositionen einer Ausrichtung dargestellt. Mit dem Schwerpunkt ist gemeint, will ich eine vollautomatisierte Anlage mit anspruchsvoller Technik, bei der der Modellbau relativ unterdimensioniert ist, oder möchte ich eine perfekt ausgestaltete Szenerie haben, bei der die Technik relativ unterrepräsentiert ist. Die nächste Frage ist, wie will ich mit der Anlage umgehen? Besonders bei den größeren Nenngrößen ist es recht beliebt, einen einzigen Zug aus nächster Nähe über die Anlage zu führen. Diese relativ bewegungsintensive Spielweise folgt dem Prinzip absoluter Nähe. Einen Zug aus nächster Nähe begleiten zu können, hat natürlich Auswirkungen auf die Form, die eine Anlage haben muss. Vorstellbar sind beispielsweise Zungenanlagen, in die ein Spieler regelrecht hineingehen kann, oder Rechteckanlagen mit einer Mitteltrennkulisse. Eine solche Anlage habe ich noch nie geplant oder gebaut, aber ich habe schon mal eine fotografiert. Das war auf den Landsteiner Modellbahntagen 2016. Das niederländische Spur 0 Team hatte so eine Anlage aufgebaut. Die Anlage besteht aus einem halbkreisförmigen Schaukasten sowie zwei normalen rechteckigen Schaukästen. Alle Schaukästen sind miteinander verbunden. Sie stellen verschiedene Szenen einer Straßenbahnlinie dar. Da solche Anlagen recht selten sind, hier noch ein paar Bilder von dieser schönen Anlage. Nach diesem Exkurs zurück zu den theoretischen Grundlagen. Das andere Extrem wäre eine vollautomatisch gesteuerte Anlage mit langen Zügen. Während Einzugkonzepte eher was für die größeren Modellbahnmaßstäbe sind, eignen sich Mehrzugkonzepte eher für die kleineren Modellbahngrößen. Aus der Spielart ergibt sich letztendlich auch die Spielrolle, also ob der Modellbahner nun die Position des Ballonfahrers, des Lokführers oder des Fahrdienstleiters einnimmt. Der Ballonfahrer ist letztendlich die einzige rein beobachtende Person in dieser Aufzählung. Ihm sind Fahrpläne ebenso egal wie Dienstvorschriften. Allerdings bedingt diese Ballonfahrerperspektive eine Anlage, die weitgehend ohne Eingriffe funktioniert. Auch die Lokführerperspektive kann verhältnismäßig vorschriftenarm sein, solange es sich um eine Feldbahn handelt. Allerdings ist so eine Feldbahn auch eher ein innerbetriebliches Transportmittel denn eine Eisenbahn. Sobald es sich allerdings um eine richtige Eisenbahn handelt, gelten eine ganze Menge Vorschriften. Es ist allerdings die Frage, inwiefern sich ein Modellbahner auf diese ganzen Vorschriften einlassen muss. Die letzte Rolle ist die des Fahrdienstleiters, man könnte auch sagen, die des Gottes in der eigenen kleinen Welt. Gemeint ist die Position hinter dem zentralen Steuerpult der Anlage. Natürlich kann man auch von hier aus Züge steuern oder Rangierfahrten vornehmen, aber es hat halt eben doch den Nachteil, dass man verhältnismäßig weit von den Zügen entfernt ist.
Bei eventuell notwendigen Eingriffen bei Rangierfahrten ist das immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Außerdem sieht man eigentlich nicht so richtig, wie schön die Modelle von heute sind. Beachtet werden muss natürlich auch der zur Verfügung stehende Platz. Hat man einen ganzen Raum, einen Raumteil oder kann die Anlage nur temporär aufgebaut werden? Ein wirklich nicht zu unterschätzender Faktor ist die körperliche Fitness. Damit ist eigentlich weniger die Kondition gemeint, als vielmehr die Gelenkigkeit. Die körperliche Fitness ist also oft ein Merkmal, mit dem die Generationen getrennt werden können. Besonders jüngere Modellbahner neigen dazu, bei der Planung in eine gewisse Gigantomanie zu verfallen. Dadurch kommt es oft zu Planungen jenseits jeglicher Finanzierbarkeit und jeglicher Realisierbarkeit. Der Versuch, ein solches Projekt zu bauen, endet dann fast zwangsläufig in einem Abbruch des Projekts und in Frustration. Für nicht mehr ganz so agile Modellbahner gibt es noch sehr viel mehr zu beachten als für die agilen Modellbahner. Eine körperschonende Bauweise ist für ältere Menschen nahezu unumgänglich. Damit sind beispielsweise ausreichend breite Gänge zwischen den Anlagenschenkeln oder auch eine Elektrik gemeint, die von oben zugänglich ist, anstatt unter der Platte verlegt zu werden. Gute Wartbarkeit ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Damit ist zum Beispiel die gute Zugänglichkeit von Schattenbahnhöfen gemeint. Eher große Maßstäbe und das Prinzip absoluter Nähe sind auch Zugeständnisse an den alternden menschlichen Körper. Letztendlich werden die Sinneswahrnehmungen im Alter nicht unbedingt besser. Für nicht mehr so agile Modellbahner kommt also eher eine Zungenanlage, denn eine Rechteckanlage in Betracht. Soll es eine Rechteckanlage oder eine breite Zunge werden, dann ist eine Mitteltrennkulisse eine sinnvolle Variante, um die Eingrifftiefe zu verringern. Nach der grauen Theorie nun zur bunten Planungspraxis. Vor ein paar Jahren habe ich ein Haus bezogen, das einen Kellerraum hatte mit den Abmaßen 4x10 Meter. Das schrie förmlich nach einer Modellbahn. Aber nach diversen Planungen habe ich dann doch festgestellt, es gibt günstigere Räume in diesem Haus. Diese Einschätzung basierte im Wesentlichen darauf, dass der Raum ungeheizt ist. Erschwerend kam hinzu, dass ich damals noch die Vorstellung hatte, die Modellbahn von einer zentralen Station aus steuern zu müssen. Aber mittlerweile gibt es ja auch für analoge Modellbahnen drahtlose Handsteuergeräte. Mittlerweile beherbergt der Raum das Ersatzteillager für meine Oldtimer. Jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um mal kurz darauf einzugehen, wie ich meine Anlagenpläne erstelle. Da ich seit 1992 auf dem Apple Macintosh arbeite, plane ich natürlich auch meine Modellbahnen mit dem Mac. Von dem fertigen Gleisplan wird dann eine Bilddatei exportiert. Diese wird dann in einen Raumplan in Adobe Illustrator importiert. Dort werden dann auch die ganzen Illustrationen gemacht, die auf dem Plan zu sehen sind. Auf allen meinen Illustrationen ist dieser große rote Punkt zu sehen. Er zeigt die minimale Gangbreite an. Sein Durchmesser entspricht also 70 cm. Ebenfalls zu sehen sind links unten in der Ecke drei konzentrische Kreise. Der kleine rote Punkt zeigt die Mitte der Kreise. Der dunklere, semitransparente Kreis zeigt die Reichweite des Armes ohne Hilfsmittel. Der hellere Kreis zeigt die Reichweite des Armes mit Hilfsmitteln. Doch nun nach den vielen Vorbemerkungen zum Anlagenplan. Was wir hier sehen, ist der Bahnhof Linz als Ausgangspunkt der Reste der Vitalbahn. Die zweigleisige Hauptstrecke ist entsprechend die rechte Rheinstrecke. Oben rechts in der Ecke sehen wir den Bahnhof Kallenborn und den Gleisanschluss des Schmelzbasaltwerks. Während die Züge in Epoche 4 die Steilstrecke mit erlaubten 30 km/h regelrecht hinaufhasteten, waren sie mit Tempo 5 km/h in Epoche 3 hart an der Langweiligkeitsgrenze für Modellbahner. Aber es zeigt, mit der Steilstrecke als Vorbild kann man selbst auf verhältnismäßig kurzen Strecken eine relativ lange Zuglaufzeit erreichen. Die Anlage stellt den Zeitpunkt dar, in der es hinter Kallenborn noch weiterging bis zur Basaltschüttrampe bei Kallenborn. Dort wurden Basaltstücke von der Schmalspurbahn, hier rot eingezeichnet, auf die Regelspur umgeladen. So viel zu den sichtbaren Teilen dieser H0-Anlage. Kommen wir nun zu den verdeckten Anlagenteilen. Grün abgesetzt sind die Abstellgleise im Schattenbereich. Ansonsten fallen die Verteilerkreise links und oben rechts auf. Der Kreis oben rechts kann vernachlässigt werden. Er ist letztendlich nur ein Überbleibsel aus einer vorherigen Evolutionsstufe der Anlage. Aber der Kreis links in der Mitte ist der betriebliche Mittelpunkt der Anlage.
Durch diese Gleisfigur ist es möglich, die Hauptstrecke sowohl als Ring als auch als Hundeknochen zu betreiben. Etwa zu diesem Zeitpunkt kam ich auf die Idee, dass doch Spur 0 eigentlich viel besser in diesen Raum passen würde als H0. Also wurde die Planung weiter mit Spur 0 fortgesetzt. Doch bleiben wir erstmal beim eben gesehenen Thema und der Spurgröße H0. Was tun, wenn man statt 40 Quadratmetern nur 16 Quadratmeter zur Verfügung hat? Ganz klar, man lässt Dinge weg und man sucht sich natürlich die Rosinen raus, die man darstellen will. Im konkreten Fall heißt das, die Reduktion des Bahnhofs Linz auf den nördlichen Bahnhofskopf und die Rampe zur Steilstrecke. Auch die kläglichen Reste des BW Linz finden ihren Platz auf der Anlage. Gelegentlich wurde kritisiert, dass die Radien der Steilstrecke viel zu eng sind. Aber sie sind Märklin Großkreis 1 und Großkreis 2. Dass die Radien vergleichsweise eng wirken, liegt daran, dass die Radien der Hauptstrecke rechts oben im Bild etwa 1,80 Meter sind und rechts unten im Bild etwa 2 Meter. Derart große Radien wurden gewählt, um bei Reisezügen ein geschlossenes Bild in der Kurve zu gewährleisten. Um in den Gang im rechten Teil der Anlage zu kommen, muss man das Schwenksegment in der Steilstrecke kurz aufschwenken. Der Schattenbereich zeigt wieder die bekannten Elemente. Links oben ist der Verteilerkreis, in grün sind die Abstellgleise markiert und in blau ist eine zusätzliche Kehrschleife markiert. Gleicher Raum, ähnliches Anlagenthema, andere Anlage. Diesmal geht es um das Thema eingleisige Hauptstrecke mit abzweigender Steilstrecke. Etwas knifflig wurde die ganze Angelegenheit, weil rechts unten im Raum ein Fenster ist, das zu öffnen bleiben sollte und im Plan oben eine Dachschräge genau über der geplanten Steilstrecke ist. Andererseits war die Vorstellung, dass Besucher von der Anlage zuerst den Friedhof sehen, für mich ein inneres Lachsbrötchen. Die Reduktion auf eine eingleisige Hauptstrecke macht in der Anlagenplanung sehr vieles sehr viel einfacher. Wenn es sich dann noch um eine elektrifizierte Hauptstrecke handelt, dann ist eigentlich jedes Fahrzeug auf der Anlage einsetzbar. Ein Umleiter kann schließlich überall passieren. Hier nun der Schattenbereich der Anlage. Der Verteilerkreisel ist oben rechts in der Ecke und der Schattenbahnhof ist über die gesamte Grundfläche des Schattenbereichs verteilt. Die Reduktion des Raumes von 40 auf 16 Quadratmeter zeigt, dass bei der richtigen Reduktion des Themas auf bestimmte Kernpunkte auch eine attraktive Anlage entstehen kann. Allerdings setzt eine derartige Reduktion auch eine gewisse charakterliche Reife voraus. Also weiter zur nächsten Anlage. Eine Spur-0-Anlage mit 3,3 Quadratmetern. Das würde in H0 etwa 0,8 Quadratmetern entsprechen. Gegenstand dieser Anlage ist der Endbahnhof Hüttengesäß der Hanauer Kleinbahn. Im Bild unten zu sehen ist eine Zeichnung, die vom Originalplan übertragen wurde. Im Bild oben zu sehen ist die Umsetzung des Gleisplans in Spur 0 mit Lenzgleismaterial. Der Gleisplan ist also in Spur 0 vergleichsweise etwas gekürzt, aber nicht viel. Trotzdem erschienen die Rangierfahrten auf dieser Anlage etwas zu langatmig. Das könnte aber auch an der eingesetzten KÜV 2 gelegen haben. Mit einer Stangendiesellok wie der V36 wäre die Rangierfahrt vielleicht interessanter gewesen. Auf dem Bild wurde im Rohbau des Schaukastens mit dem vorhandenen Lenzgleismaterial der Gleisplan des Bahnhofs Hüttengesäß weitgehend nachempfunden. Dabei stellte sich der Bahnhof als Gegenstand eines Betriebsdioramas als eher langweilig heraus. Folglich wurden Alternativen überlegt und gefunden. Nach verschiedensten Szenarien, von der Brikettfabrik bis zur Landmaschinenfabrik, bin ich letztendlich beim Gaswerk Einen an der Waffel gelandet. Bei diesem Szenario sind auf relativ kompaktem Raum viele kurze Rangierbewegungen möglich. Im Plan ist der Schattenbereich ein einziges Gleis außerhalb des Schaukastens. Letztendlich soll da aber ein Paternoster hin. So können dann 3 bis 4 Züge untergebracht werden. Kommen wir nun zum Fazit des Films. Der wichtigste Punkt beim Bau einer Modellbahnanlage ist die Zugänglichkeit der Anlage und die Erreichbarkeit auch der entfernten Anlagenteile. Wartungsluken in Anlagen mit großer räumlicher Tiefe werden schon nach wenigen Jahren nervig. Nach Möglichkeit sollten sie also vermieden werden. Auch bei der Motivwahl sollte man sich in Ruhe überlegen, was man will und was man nicht will. Man sollte auch diverse Sachen einfach mal ausprobieren.
Allerdings ist eine gewisse Selbstbeschränkung bei der finalen Auswahl des Themas der Anlage durchaus sinnvoll. Das waren 15 Minuten mit Vorüberlegungen zum Bau einer Modellbahnanlage. Weitere Filme zu Modellbahnthemen sind geplant. Wer sie nicht verpassen will, sollte den Kanal abonnieren und das Glöckchen anklicken.